Ihr braucht noch eine Osterdeko, dann macht doch wie wir auch, einfach Kresseeier. Das geht ganz einfach und schnell. Ihr braucht einfach nur leere Eierschalen, Watte und Kressesamen. In die Eierschalen kommt etwas Watte. Die Watte feuchte ich mit einer Sprühflasche an. Jetzt kommt der Kresse-Samen auf die Watte. Ihr könnt die Samenkörner ruhig ziemlich dicht säen, dann wird das nachher richtig schön buschig. Nochmal anfeuchten, warm aufstellen und ein bisschen Geduld haben. Nach 2 Tagen sehen die Kresse-Eier schon so aus. Jetzt könnt ihr sie schön dekorieren und als Osterdeko verwenden.